Das Mundbild sagt nicht nur die Wörter, sondern macht auch verschiedene andere Bewegungen. Zum Beispiel, wer auch immer euch dann auf den Mund guckt, die möchten euch nicht küssen, sie möchten einfach nur verstehen, was sie sagen. Einblendung Cindys Vlog. In ihrem Schlafzimmer sitzt Cindy vor der Kamera. Sie hat langes blondes Haar. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Cindy Klink. Ich bin 23 Jahre alt und seit meinem dritten Lebensjahr Haushaltsgrenzen schwerhörig bzw. jetzt gehörlos. Und ich bin einfach mega gespannt und freue mich so, weil dieses Video ist das erste Mal, wo ich alleine zu sehen bin. Ihr kennt mich ja schon durch die Videos mit Fabi und mit Leroy, als er mich vorgestellt hat. Und ab dem neuen Jahr bin ich sozusagen mit dabei im Vlogger-Team von Axel Mensch und ich freue mich darauf. Was ich nebenbei eigentlich mache, ich bin Verwaltungsfachangestellte, hauptberuflich und arbeite in einer Schule. Parallel besuche ich noch die Abendschule, weil ich unbedingt mein Abitur nachmachen möchte. Und daneben übersetze ich auf Konzerten und Festivals Lieder in Gebärdensprache, was letztes Jahr nicht ging. Aber ich freue mich schon, wenn es wieder soweit ist. Und betreibe über Social Media Aufklärungsarbeit, über Inklusion, über Hörbehinderungen und Gebärdensprache. Ja, let's go! Ich war letztes Jahr ja ziemlich präsent in den Medien, in der Presse, aufgrund der Maskenpflicht. Ich habe eine Bitte an euch. Falls diese Maske Pflicht wirklich in Kraft tritt, dann bitte benutzen Sie diese alltagsüblichen Masken, die große Firmen verkaufen, sondern benutzt eine durchsichtige Maske, damit wenigstens Gehörlose euch verstehen können. Es ging nicht darum, dass ich gegen diese Maskenpflicht war oder bin, sondern eher darum, dass Menschen, die dadurch eine Barriere haben, eben nicht vergessen werden. Und generell hörbehinderte Menschen haben aufgrund der Maskenpflicht bzw. verdecktes Mundbild einfach sehr, sehr große Probleme. Vor allem, weil die Kommunikation komplett gekappt ist. Das heißt nicht, dass wir keine Masken tragen oder keine Masken tragen wollen, sondern im Endeffekt heißt es, dass wir nicht mehr mit den anderen kommunizieren können. Wir können zwar selber mit dem anderen reden, aber wir verstehen an sich nichts, weil das Mundbild fehlt. Wir lesen nicht von den Lippen, also beziehungsweise von den Lippen kann man nur maximal 30% ablesen, der Rest ergibt sich aus Sinn und Logik. Aber das Mundbild und die Mimik ist einfach eine wichtige Basis für die Kommunikation. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mit meinen Hörgeräten ein bisschen was höre. Und durch das Mundbild ist das eben dann noch eine Unterstützung dazu. Es ist sehr, sehr schwierig zu erklären und sehr schwierig zu verstehen, aber es ist so, das Mundbild ist einfach eine Unterstützung für die Kommunikation. Deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass man immer, wenn man mit einer hörbehinderten Person spricht, ihn immer anguckt. Wundert euch nicht, wenn derjenige, wer auch immer, euch dann auf den Mund guckt. Die möchten euch nicht küssen, sie möchten einfach nur verstehen, was sie sagen. Was allerdings auch viele falsch verstehen, ist zum Beispiel, dass als das rauskam mit Gehörlos und diese Maskenpflicht, das ist sehr problematisch. Ja, es gibt diese Gebärdensprache. Ja, natürlich gibt es natürlich diese Gebärdensprache. Aber das Problem bei der Gebärdensprache ist natürlich auch, dass wir hier eben auch nicht nur die Hände haben. Die Hände sind sozusagen eine Unterstützung für diese Sprache. Daneben gibt es eben noch die Gestik, die Mimik und das Mundbild. Und das ist ziemlich wichtig. Das Mundbild sagt nicht nur die Wörter, sondern macht auch verschiedene andere Bewegungen. Zum Beispiel, sowas. Und wegen der Maskenpflicht ist das komplett weg und somit fehlt auch dann auch die Emotionalität. Man kann halt nichts mehr so wirklich ausdrücken und das ist dann führt auch wiederum zu einer Barriere. Und bezüglich der Gebärdensprache gibt es dann von Aktion Mensch dann hier auch noch eine besondere Videoreihe und das heißt Gebärdensprache, schöne Sprache. Schaut doch einfach mal rein. Benutzt eine durchsichtige Maske, damit wenigstens Gehörlose euch verstehen können. In einem Video oder zumindest den Mund sieht, hat Cindy Tränen in den Augen. Meine Angst war ja, wie gesagt, aufgrund dieser Maskenpflicht, dass ich so durch mich mit niemandem mehr unterhalten kann. Beim Einkaufen ist es mir grundsätzlich komplett egal, weil beim Einkaufen rede ich mit niemandem. Außer ich gehe jetzt mit einer Person, wie mit meinem Freund, einkaufen, dann wird das schon problematisch, aber wir finden da immer eine Lösung.
Das Problem ist halt allerdings bei Krankenhäusern oder bei Ärzten, die eben verpflichtet sind, diese Masken anzuziehen und anzubehalten und nicht runternehmen dürfen. Ich möchte auch gar nicht, dass irgendeine Person wegen mir ihre Maske runternimmt, weil so gefährdet sie sich. Und ich möchte nicht die Schuld dafür haben, dass jemand sich an einem Virus ansteckt, nur weil die Person wegen mir die Maske abgenommen hat. Und deswegen wollte ich erreichen, dass man eventuell eine Lösung findet, wie man das Ganze einfach gestaltet, so dass die Maskenpflicht bestehen bleibt und jeder die Maske trägt, aber in Notfällen, wie jetzt beim Arzt, im Notarzt oder im Krankenhaus, eben darauf zurückgreift, eine barrierefreie Maske zu benutzen. Manche Ärzte haben überhaupt keine Zeit, es auf Papier zu schreiben oder lehnen das grundsätzlich ab. Solche Erfahrungen habe ich auch schon mal gemacht. Klar, Ärzte sind verschieden. Ich hatte auch Ärzte, die haben absolutes Verständnis gehabt. Und manchmal hatte ich auch Dolmetscher dabei, wo das dann funktioniert hat. Das ist allerdings auch immer so, dass es kurzfristig nie geht. Wenn man einen Termin erst in 3 Monaten hat und ein paar Dolmetscher anfragt, dann findet man schon einen. Und von jetzt auf gleich ist das sehr, sehr schwierig. Und online geht auch. Also es gibt ja diese Testmöglichkeit. Da muss man aber garantieren, dass die Internetverbindung stimmt. Und ich wohne auf dem Land, dann ist hier eben nicht so wirklich möglich. Es kann von jetzt auf gleich irgendwie ausfallen oder der Gegenüber hat ein schlechteres Internet als ich und das Bild, das hängt dann die ganze Zeit und dann verstehe ich auch nicht. Das ist genau wie beim Telefonieren oder wenn da jemand spricht und es da irgendwie so abgehakt ankommt, dann versteht man das auch nicht. Genauso ist das, wenn das Bild für uns halt eben nicht scharf genug ist oder einfach von der Qualität nicht entsprechend ist. Bezüglich der Maskenpflicht habe ich euch allen eine Frage zu stellen. Und zwar, welche Probleme habt ihr denn mit der Maskenpflicht? Oder seid ihr komplett damit zufrieden? Es gibt ja wirklich Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung einfach gar keine Masken anziehen können. Und da wäre schon sehr, sehr interessant zu wissen, wie sieht es denn bei den anderen aus? Welche Kommunikationsbarrieren gibt es denn eigentlich noch abseits der Maskenpflicht? Kommunikationsbarrieren sind zum Beispiel auch Nachrichten. Einfach, dass wir keinen Informationszufluss bekommen oder sehr, sehr gering. Das heißt, wir müssen erstmal einen Sender finden, der die Nachrichten untertitelt. Das Problem ist allerdings bei der Untertitelung, dass nicht jeder hörbehinderte Mensch das verstehen kann, was untertitelt wird oder was gesagt wird. Deswegen ist es am einfachsten, dass man parallel dazu eigentlich noch einen Gebärdensprachdolmetscher einsetzt. Und einfach so ist es dann auch gegeben, dass wirklich jeder an Informationen rankommt und versteht. Daneben ist einfach weniger Face-to-Face-Kontakt. Also jetzt mal Beispiel gesehen, meine Freunde wohnen in ganz Deutschland verteilt. Die treffen wir uns dann manchmal so einmal alle 2-3 Monate. Und das Problem ist, du kannst nicht einfach mal so nach Berlin fahren oder nach München. Das geht nicht und das ist nicht mit drin. Und durch Corona hat sich dieser Kontakt dann nochmal verringert, so dass ich hier mich die meiste Zeit dann so manchmal schon einsam fühle. Das ist aber auch okay, weil es ist wichtig, dass wir jetzt alle zu Hause bleiben, dass wir nur eingeschränkt rausgehen, wenn wir dann auch wirklich müssen, sei es zum Einkaufen oder zur Arbeit, dass wir wirklich alle an die Regeln halten, damit wir einfach wieder irgendwann zusammen sitzen können, zusammen ein Bier trinken und dass wir uns darüber freuen, dass wir wieder zusammen sind. Aufgrund der Maskenpflicht habe ich ja sozusagen eine enorme Barriere, was der Kommunikation betrifft. Und somit muss ich auch lernen, mich irgendwie anzupassen und meinen Weg zu finden, wie ich am besten mit diesem Problem umgehe. Und das ist so, dass, falls mir wirklich so eine Person entgegenkommt, dann spreche ich nicht mehr, weil alleine das führt einfach zu einem Missverständnis, dass viele denken, man müsste mich einfach nur noch anschreien oder lauter sprechen, dass ich so dann verstehe, was aber im Endeffekt gar nicht so ist. Ich sage ja im Vornherein schon, dass ich gehörlos bin und dass ich nichts verstehe aufgrund dieser Maske. Und allein dieser Begriff, dass ich gehörlos bin, müsste man ja eigentlich wissen, dass es lauter reden oder dieses Anschreien einfach nichts bringt. Und so fange ich dann einfach gar nicht erst an. Ich tippe einfach auf mein Handy, wenn ich irgendwas kurz im Restaurant irgendwas abholen möchte, weil ich was bestellt habe. Oder ich fange an zu gebärden oder zeige dann so Stift oder Papier, damit das für mich dann auch einfacher ist. Natürlich würde ich auch am liebsten dann sprechen, weil es dann für mich auch viel schneller geht. Aber im Endeffekt wird das dann auch immer wieder zu Missverständnissen und mich mit irgendjemandem in der Diskussion auseinanderzusetzen, den ich sowieso nicht verstehe, ist dann auch sehr
Cindy wiegt den Kopf. Allerdings gibt es auch sehr große Vorteile, was die Corona-Pandemie betrifft. Zum Beispiel jetzt dieses Homeschooling ist für mich zum Beispiel sehr vorteilhaft, weil ich im Unterricht sowieso sehr, sehr wenig verstehe. Hier ist einfach dieser Vorteil über Homeschooling. Wir kriegen einfach Aufgaben zugestellt und machen das. Manchmal findet aber auch das so statt, dass wir uns alle über dieses Big Blue Button uns treffen und dann darüber unterhalten. Und ich habe dort auch Schriftdolmetscher und da ist es so, dass ich dann einfach alle verstehe, wirklich alle. Und alle Schüler und der Lehrer wird übersetzt und hat es komplett. Und das ist für mich sehr vorteilhaft, weil ich dann wirklich alles verstehe und ich einfach gar keine Probleme habe wegen einem Mikrofon oder weil ich die Schüler nicht verstehe und somit die Antworten dann auf diese Fragen auf das Arbeitsplatz, was ich habe, einfach nicht verstehe. Und das ist für mich einfach ein sehr, sehr großer Vorteil. Den Maskenappell, den ich ja letztes Jahr geführt habe, würde ich teilweise heutzutage immer noch verwenden, weil ich aufgrund dieser Maskenpflicht wirklich komplett von der Kommunikation abgekappt bin und somit eben auch gar nichts verstehe. Mittlerweile gibt es auch durchsichtigere Masken, die eben auch als Alltagsmasken verwendet werden dürfen. Aber es sind immer noch keine medizinischen Masken. Und das heißt, zwar im privaten Umfeld verwenden viele das, aber im medizinischen Bereich habe ich halt immer noch sehr, sehr große Barrieren, weil es einfach wichtig ist. Also diese Maske runter, das ist für mich einfach ein so zu großes Risiko für den Gegenüber. Und deswegen appelliere ich immer noch, dass wir eine barrierefreie Maske brauchen, vor allem im medizinischen Bereich, um eben Gefahrensituationen, falls irgendwelche Gefahrensituationen mal kommen. Es gibt so viele hörbehinderte Menschen. Das heißt, nicht nur, dass Gehörlose davon betroffen sind, auch ältere Leute, die mit Hörgeräten rumlaufen oder eben gar keine Hörgeräte haben, weil sie sich dafür schämen, aber trotzdem sehr, sehr schlecht hören, dass sie eben auch davon betroffen sind und nicht nur Gehörlose. Und das muss man sich vor Augen führen, dass wir dadurch dann wieder doch mehr sind, weil es schlichtweg ziemlich viele Schwerhörige gibt. Man sollte vielleicht eine Möglichkeit suchen, um diesen auf den Weg zu räumen. Und mittlerweile setzen sich auch ganz viele Firmen dran. Und das ist einfach total schön. So, das war's für heute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben und schreibt doch unter die Kommentare, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Oder falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unter die Kommentare. Und ich werde sie euch zeitnah beantworten. Und euch allen dann noch eine schöne Zeit und wir sehen uns bald wieder. Ciao! Cindy winkt.